Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift schon gelesen habt, geht es heute um einen Adventskalender und es ist der Balea Adventskalender. Ich habe ihn endlich bekommen, ich bin durch die ganze Stadt gefahren, ich habe 4 DMs abgeklappert und im letzten war er dann endlich. Und das ist das gute Stück. Ich gebe mal ein Stück zurück. Es ist ein richtig, richtig schönes Design, wie ich finde. Hier hinten hat man auch nochmal so ein schönes Design. Auch nochmal so 3 Löcher, damit man den an die Wand hängen kann zum Beispiel. Und ja, mir gefällt das Design alleine schon richtig, richtig gut. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Übrigens, ich packe alles aus, also wer sich nicht spoilern lassen will, bitte jetzt abschalten. Und ja, den anderen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und ja, wir starten mit der Nummer 1. Und die ist hier unten. Und der Adventskalender ist auch ganz schön schwer. Und ich habe gerade schon 2 weitere ausgepackt. Und oh, also mein Arm wird langsam richtig, richtig schwer. Genau, hier ist als erstes eine Cremedusche drin. Und zwar Lovely Moments mit Honig und Vanilleduft. Sieht so aus. Sehr, sehr schönes Design. Oh, riecht das lecker. Ganz, ganz toller Vanilleduft. Also riecht wie so ein, ja, wie so eine Vanillemilch. Also richtig, richtig lecker. Auch mit dem Honig. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir weiter mit der Nummer 2. Und die Nummer 2 steht hier nicht als Zahl, sondern als geschriebenes Wort. Das ist dieses hier. Und hier haben wir drin ein Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Na, komm mal raus. So. Sanfte Reinigung. Sieht so aus. Ja, riecht ganz angenehm. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wir machen weiter mit der Nummer 3. Die ist hier unten. Und hier ist eine Gesichtscreme drin. Für normale und Mischart mit Lichtschutzfaktor 15. So langsam reden, dann kommen die Wörter auch ganz raus. Ja, riecht ganz angenehm. Ganz dezenter Duft, jetzt nichts Weihnachtliches, finde ich. Also ganz normaler Duft, kann man auf jeden Fall gut für die Gesichtspflege hernehmen. Gehen wir direkt zur 4 und die ist hier, hier drüben. Hier. Ach, das ist ja süß. Die Q10 Winternachtcreme strafft und stärkt mit Omega-Komplex in dieser Reisegröße und auch richtig schönes Design. Wenn man es auspackt, ist es die ganz normale Standardverpackung. Ist auf jeden Fall eine gute Creme, wenn man was Günstiges haben möchte. Und vor allen Dingen auch, ich nehme die immer gerne mit, wenn ich irgendwo auf Dienstreise bin. So eine habe ich nämlich in der normalen Version schon da. Kommen wir zur Nummer 5. Und die Nummer 5 hat sich versteckt. Aber wir werden sie finden. Ja. Ziemlich großes Kästchen, das ist dieses hier. Und hier haben wir drin eine Haarmaske mit Mandelöl für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Ach, der Vogel ist so süß hier oben. Also das Design von Balea ist natürlich nie zu toppen eigentlich. Also die machen so schöne Sachen. Und wir nehmen gleich den Nikolaustag einmal. Das ist etwas im Nikolaus-Design. Ich versuche es mal rauszukriegen. Das ist ein Lippenpflegestift. Hat aber jetzt keinen speziellen Duft, also ganz normal Standard. Finde ich ein bisschen schade, hätten sie schon so ein bisschen zimtig oder so machen können. Aber das Design ist auf jeden Fall schon mal mega gelungen. Sehr, sehr schön.
Nummer 7 ist auch wieder geschrieben, die ist hier oben. Und da haben wir drin ein Hand- und Nagelbalsam, starke Nägel und geschmeidige Hände. Das ist auch. Das ist auch ein ganz normaler Duft, also jetzt nichts Weihnachtliches. Nö, also ganz normale Standardcreme. Ja, finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Gerade irgendwie sowas Zimtiges, Orangiges, Vanilliges, so typisch Weihnachten. Aber nö. Machen wir weiter mit der Nummer 8. Und die Nummer 8 ist hier. Hier einmal. Und hier haben wir drin ein Glow Tonic. Zarte Pflege, das milde Tonic mit dem sanften Formulierung entfernt Schmutz und Make-up-Reste und sorgt für einen frischen Ton. Das sieht so aus. Also im Endeffekt einfach so ein nach dem Abschminken einfach nochmal zum drüber gehen, um die restlichen Reste wirklich aus der Haut rauszubekommen. Und wir machen weiter mit der Nummer 9 und die ist gleich hier einmal unten drunter. Und hier haben wir drin eine wärmende Gesichtsmaske für unreine Haut. Das sieht so aus. Auch sehr, sehr schönes Design. Gefällt mir richtig gut. Wir machen weiter mit der Nummer 10 und auf der Nummer 10 sitzt auch wieder so ein kleines süßes Vögelchen. Hier haben wir drin ein Waschgel nochmal. Ja, hier haben wir nochmal ein Waschgel drin für normale und Mischhaut. Aber, also das Design ist trotzdem einfach mega. Gefällt mir richtig gut. Die Nummer 11. Die Nummer 11 ist auch hier oben. Und in der Nummer 11 ist eine Bodylotion mit Vanilleduft. Ja, auch richtig, richtig lecker. Vanilleduft, so wie beim Duschgel am Anfang. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Nummer 12 ist gleich daneben. Und hier haben wir drin eine Fußmaske mit Kirschblüten und Pflaumenduft. Oh, das hört sich sehr, sehr lecker an. Die ist auch leicht rosa, die Creme. Oh, die riecht gut, Leute. Oh je. Die riecht richtig, richtig gut. Toller Duft. Also richtig schön fruchtig, aber trotzdem lecker fruchtig. Nicht zu süß. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die Nummer 13. Hier ist auch ein Vögelchen. Und zwar für wintergestresstes Haar und trockene Kopfhaut. Und hier ist das Design mit den Hirschen und dem kleinen Wald dabei. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die Nummer 14 ist hier unten einmal. Und hier haben wir die passende Sprühe dazu. Mit Panthenol für wintergestresstes Haar. Sieht so aus. Und es gab ja auch letztes Jahr von Balea eine Winterserie, die hatte ich auch daheim. Da gab es aber nur dieses Shampoo und eine Kur. Und hier gibt es jetzt auch eine Spülung dazu. Ich denke mal, das wird ziemlich das gleiche Produkt sein. Und wir kommen zur Nummer 15. Das ist hier einmal. Und hier haben wir drin ein Duschpeeling mit Mandelblütenduft. Das riecht lecker. Oh, ganz, ganz toller Duft. Also nicht so nach Marzipan wie so bei Mandel, sondern so nach Blume, aber trotzdem lecker. Also ich mag ja Blumendüfte nicht so gerne, aber das hier riecht richtig, richtig gut. Die Nummer 16 ist einmal hier unten.
Und hier haben wir drin eine Bodylotion. Und zwar die Schneerosenduft. Hört sich auch sehr interessant an. Sieht so aus, mit so kleinen Geschenken drauf. Der ging Gott sei Dank nicht in meine Nase. Riecht sehr angenehm. Also kein süßer Duft. Eher so ein herber Duft. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es nach Rose riecht. Riecht sehr gut. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ist wirklich mal kein süßer Duft, sondern ein richtig schön herber Duft. Gefällt mir echt gut. Zur Nummer 17. Die ist hier einmal. Und hier haben wir drin eine 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Die Nummer 18 ist einmal hier unten. Haben wir drin eine Gesichtsmaske, und zwar für Trockenhaut mit Algenextrakt. Sieht so aus. Sehr schön. Die Nummer 19. Wo ist die Nummer 19? Das ist hier. Hier einmal. Das ist ein Erfrischungsspray mit Rosenduft. Sieht so aus. Und das riecht im Endeffekt so wie die Bodylotion. Finde ich kein typischer Rosenduft. Riecht richtig gut. Und im Endeffekt so wie die Bodylotion, so leicht herb. Gefällt mir echt gut. Die Nummer 20, die ist hier drüben. Die ist hier. Und hier haben wir eine Cremedusche drin mit Mandarinenduft. Hört sich auch sehr, sehr lecker an. Oh, das riecht gut. Oh, ich liebe ja Mandarinen. Das riecht so lecker. Und ist halt auch typisch Weihnachten, ne? Mandarinen, Winterzeit, passt einfach dazu wie die Faust aufs Auge. Ja, dann kommen wir auch schon zur Nummer 21. Die ist hier oben einmal. Komm mal raus. Und hier haben wir drin eine Haarmilch. Okay. Sehr interessant, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Mit Aprikosenkernöl für alle Haartypen. Sieht so aus. Anwendung gleichmäßig in feuchtes oder trockenem Haar verteilen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Trockenem Haar verteilen. Kann es natürlich dann gleich passieren, dass ich hier wie so eine fettige Strähne rumsitze. Ich hoffe es mal nicht. So, jetzt habe ich mal die Hände mal wieder sauber gemacht. Die waren nämlich schon ganz schön klebrig. Aber so, das zieht schön in die Haare ein. Ja, doch. Jetzt auf den ersten Blick gefällt es mir gut. Und es bleibt so ein ganz, ganz leichter, zarter Duft von dieser Haarmilch. Ich hätte es mir ein bisschen flüssiger vorgestellt, weil es heißt ja Haarmilch. Aber okay, bin auf jeden Fall mal gespannt und wird auf jeden Fall weiter getestet. Dann haben wir die Nummer 22, die ist hier unten. Und der Kalender wird auch schon langsam etwas handlicher, dadurch, dass er leichter wird langsam. Sicher. Bei der Nummer 22 haben wir Photobooth Highlight Cream drin. Okay. Sieht so aus, die Verpackung. Die Creme an sich sieht so aus. Also so leicht rosa. Man sieht auch schon die Schimmerpartikel. Riecht auch sehr angenehm.
Also die Glitzerpartikel, die sind, also man hat sie gerade in der Creme gesehen. Aber so auf dem Handrücken fallen die kaum oder gar nicht eigentlich auf. Also vereinzelt hat man hier mal wirklich trotzdem so ein paar Glitzerkörnchen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die von den anderen Sachen kommen. Aber so finde ich sehr interessant. Ja, wird auf jeden Fall getestet. Und riecht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Dann kommen wir zur Nummer 23. Die ist hier. Und hier haben wir drin eine Cremedusche nochmal. Und zwar mit Weihnachtszauberduft. Oh, das riecht lecker. Das riecht voll nach Lebkuchen. Aber 1:1. Wie diese Lebkuchen, die mit Marmelade gefüllt sind. Oh, riecht das lecker. Gefällt mir sehr, sehr gut vom Duft, ja. Und dann, ja, haben wir das letzte Türchen schon erreicht. Und das ist die 24. Und hier ist ein kleines Weihnachtsbäulchen drin. Und zwar, das kenne ich nämlich, habe ich früher super gerne hergenommen. Immer wenn wir Zug gefahren sind oder auch mit dem Bus in die Schule, weil es war immer so arschkalt. Und das ist im Endeffekt so ein Heizkissen. Da hat man hier dieses Metallplättchen, das fliegt jetzt rum. Das drückt man dann einmal oder zweimal, je nachdem, wie das bei dem hier ist. Ah ja, das Metallplättchen im Beutel ein- oder eventuell mehrmals knicken, damit die Flüssigkeit kristallisiert. Der Taschenwärmer erwärmt sich auf 48 bis 50 Grad und kühlt je nach Außentemperatur innerhalb von circa einer halben Stunde wieder ab. Vor dem nächsten Gebrauch den Taschenwärmer ca. 5 Minuten in kochendes Wasser legen, bis sich die Kristalle wieder vollständig verflüssigt haben. Taschenwärmer vor dem Gebrauch wieder abkühlen lassen. Genau. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und vom Design her halt auch richtig schön. Ne? Passt richtig gut zu Weihnachten. Finde ich cool. Ja, das war jetzt auch dann schon der Adventskalender. Er ist leer. Ich finde ihn richtig, richtig schön. Das Design ist mega. Also da macht Balea ja wirklich einen klasse Job immer und immer wieder. Also die wissen genau, wie sie uns Mädels kriegen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Durchprobieren und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!